Pokalfinale gegen die Unified Pokal-Automage des ersten Blackouts, Pokal G. Der Mann aus Luxemburg hat den Lauf 2, Dieter Schmitz, Lauf 3. Dieter Schmitz auch wieder. Das ist Heino Müller. Da kommt der Ring in Vergabe, der kommt in die Winter. Probleme hier für den Kenny Lund in die Vergabe. 3-4 sind wir auf und es ist richtig schön. Jetzt muss der Ring in der Feinde. Mann. Also, wenn ich jetzt runterguck. Oh, das ist die schlimmste Rennklasse, die Tiere, die Modified. Volle Start, die ist hier auch, wollte mal los. Kopf, das ist die Sache hier, oder? Ja, ich meine, dass diese Zeit ein bisschen richtig wieder runtergekommen ist hier. Komm mal schnell vorbei, das ist ein Rennen hier. Und die Besucher sind hinter mir. Das ist also ein 1 und 2 der beiden Fahrzeuge. Das ist genau dahinter. Jetzt hier eine Doppelstück. So, das ist hier mit dem Vorder. Oh, bei der Probleme für die Kritikerin für Heino Müller. Das ist hier das Tür und Tür Fahrzeug. Der Mann aus der letzten Akte nicht so auf die Linie hier auf dem Vorderstein. Auf die Hamburger rauf. Heino Müller. Einer der Schanze Kranken heute ist der letzte Akte. Die Linie hier bei uns. Ja, Peter Kiel hier aber immer noch auf dem super zweiten Platz unterwegs. Löcher kam auch ins Vorgehen, Müller wieder zurückgegangen. Also, die Stadtverfügung jetzt wieder auf Platz 4. Hallo! Oh, na, die Stadt aber hoch. Ein Überholter auf Vorgehen für die 11. Noch ein Überholter für die 11. Ja, warum sind die Stadt aber hoch 11? Ja, das ist hier der Nebel Bocke. Nebel bin ich schneller, dann kommen wir die ganz Ansagen, wir müssen ein bisschen versuchen drauf zu achten. Ich weiß, es ist immer schwer, aber nicht, dass das da entschieden wird. Sonst ein Schuss weitermachen. So, Vorsitzender Sammel, Vorsitzender Sammel. Welche haben wir frei? Da Warnung auch für den Kenny Bender. Damit er nicht für Strummeln am Sammel ist, würde ich sagen, das ist da blockiert. Ja, was denkt ihr, wenn er hier auf dem 17. Platz ist, dann ist die Führung in der Schwachmann. Ah, Lukas Hecht macht hier richtig Dampf. Wir nehmen zwei Seiten unterwegs. Nur auf Fragen. Oh, Heino Müller jetzt wieder für die Löcker. Also da gibt es noch eben zusätzlich noch die Vergabe und Müller. Und das leuchtende Fahrzeug, das da hinten, der ist noch, der dahinter dran steht. Heino, darfst du nicht mit dir hier auf die Jagd schlagen. Vorne ist es zwei, die rechte Fläche aus. Da war es für die Technik hier, das ist ein schnellerer, der mich überrundet. Hier, ja, also achten da bitte drauf. Und der Müller. Und auf einen Sinn in die Vergabe. Der Endgegner ist in den 15. Die Also, der Mann springt auf in die Mittelkanzlung und in die Vergabe und die Endgegner Büro. So, kurz in der Doppelsprung, kurz in der Doppelsprung, springt er auch wieder ins Fall. Die Straßen hier auch ein Stückchen weiter, wir haben noch einen Minuten reingehen. Durch ein wieder raus, ein zweiten Abendal, der Konrad auf dem Meister. Ja, und jetzt dachte ich jetzt, die Startnummer 1 oder 2 oder 4, 5, 3, 6, 8, 7, 11, 9, 10 und dann 12. Vorsicht im Doppel. Und die Strecke ist wieder frei. Ja, wo wir da drüben bleiben. Zwei Minuten zu fahren. Lassen wir den
Liga Kester durch, aber sie hat das schon mal alles gut. So, Tom Hackel wieder führende Partner, der meinte, die ist hier auf. Und jetzt für Probleme für die Türen. Janik, einmal schnell, ja, ganz aufgegeben. Und die Schlüsselweiter. Und die Tom Hackel. Und die Doppel, vorliegende Doppel. Ja, aber und die Strecke ist wieder frei. Und die Kurven Doppel, Kurven Doppel. Und die Strecke ist frei. Kurven Doppel. Ja, guck mal hier, Lukas Grant am Kopf. Ja, so schlecht geht es hier. Den ersten Gang auf. Jetzt hier vor dem Einfahren. Es geht gleich überrunden. Also, weiter macht er hier Platz. Fünf Sekunden, ja. Hat sie noch, Halbzeit. Nein, ja, so, wir sind jetzt in die